Eisenbahn in Europa spielt eine große Rolle. Und sie hat mich in der europäischen Frage über fast 50 Jahre jetzt bald begleitet. Die Bahn dient natürlich der Völkerverständigung, aber auch der Möglichkeit, zum Nachbarn zu fahren, dort zu sehen, wie das tägliche Leben läuft, zu erfahren, wie er denkt und agiert und arbeitet. Das ist eine wichtige Voraussetzung zum Verständnis. Werner Schreiner, Überzeugungstäter in Sachen Eisenbahn. Fast sein gesamtes Berufsleben widmet er dem guten Anschluss. Ein ebenso überzeugter Pfälzer wie Europäer, der fast sein ganzes Leben in Neustadt an der Weinstraße verbringt. Bei der Bahn hat er nie gearbeitet. Auch seine Ausbildung hat nichts mit der Eisenbahn zu tun. Ich komme aus einer Beamtenfamilie. Mein Großvater war Reichsbahner. Ich habe hier die Schule besucht, habe in Neustadt Abitur gemacht, dann Englisch und Geschichte studiert und meine Ausbildung fürs Gymnasium gemacht. Bin dann nach Neustadt gekommen, weil der Schulleiter mich angerufen hatte, wegen des großen Einzugsbereichs des Gymnasiums, ob ich ihm den Schülerverkehr entsprechend organisiere, weil er wusste, dass ich schon an diesen Themen gearbeitet hatte. Als Pendler zu seinem Studienort Mannheim hatte Schreiner die Probleme der Bahn am eigenen Leib erfahren und schrieb fortan als freier Mitarbeiter Artikel über Bahnthemen. Mit diesem Rüstzeug versehen untersuchte er in seiner Heimatstadt Anfang der 70er Jahre die Schülerwege, um sie, heute würde man sagen, zu optimieren. Das Ergebnis war dieser Haltepunkt. Schreiner folgte einer damals eher unüblichen Logik. Züge müssen dort halten, wo Menschen hinwollen. Das ist der Haltepunkt Neustadt-Böbig, den wir 1974 gebaut haben, um 12 Busse durch die Stadt zu ersetzen durch Züge, wo die Leute umsteigen zwischen verschiedenen Richtungen und der am Anfang im Wesentlichen dem Schülerverkehr gedient hat, heute aber im Berufsverkehr eine große Akzeptanz hat. Wir haben über 2000 Ein-, Aus- und Umsteiger an dieser Haltestelle. Eigentlich ganz simpel. Für Werner Schreiner war der Bau dieses Haltepunkts die erste Tat als Nahverkehrsexperte. Ein Begriff, den es damals noch gar nicht gab. Schreiners Hauptbetätigungsfeld ist fortan die Verbesserung des Nahverkehrs im Rhein-Neckar-Raum. Seit bald 50 Jahren arbeitet er daran. Ende der 70er Jahre war die 15 Kilometer lange Strecke in Neustadt-Bad Dürkheim stilllegungsbedroht. In Neustadt macht ab und zu Werner Schreiner einen Besuch im Stellwerk. Als Bahnretter ist es wichtig, mit den Eisenbahnern vor Ort direkt Kontakt zu halten. Was heute zwischen Neustadt und Bad Dürkheim läuft, wir haben ja noch immer den Plan, den wir schon lange eingeführt haben. Läuft alles super. Und das nach 40 Jahren. Schreiner ist kein Schreibtischtäter. Er fährt auch mit den Zügen, für die er zuständig ist. Das ist nicht selbstverständlich. Wir sind nun unterwegs auf der Pfälzischen Nordbahn von Neustadt nach Bad Dürkheim. Mitte der 70er Jahre fuhr die damalige Bundesbahn trotz Ölkrise ein bundesweites Stilllegungsprogramm für Nebenbahnen. DB-eigene Bahnbusse machten der Bahn hausinterne Konkurrenz. Am Wochenende fuhren hier bereits keine Züge mehr. Ich habe zuerst ein Konzept für die Strecke Neustadt-Bad Dürkheim gemacht. Das habe ich dann mal unserem Schulträger geschickt, weil ja auf dieser Strecke auch Schülerverkehr war.
Der hat dann in der Folge die Bürgermeister entlang der Strecke aktiviert. Wir haben uns gemeinsam getroffen und die Bürgermeister haben mir ein Mandat gegeben. Dann bin ich mit einem der Bürgermeister nach Bonn gefahren und bin dort auf einen Referenten getroffen, der gesagt hat, Strecken stilllegen kann jeder Idiot, wir machen mal was Vernünftiges. Schreiner setzte sich daraufhin dafür ein, die parallel zur Bahn fahrenden Busse über andere Orte nach Deidesheim zu lenken. Ich melde mich noch mal. Gut, dann tschüss. Unser Fahrdienstleiter in Neustadt schaut derweil nach den Zügen in Deidesheim. Heute ist Deidesheim ein Drehkreuz im ÖPNV. Die Zugfahrstraße für diesen Zug läuft ein. Die Weiche läuft in die richtige Richtung, dass der Zug von Musbach kommend nach Gleis 2 einfährt. Und dieser Zug ist von Neustadt kommend über Musbach auf der Fahrt nach Bad Dürkheim und wird dann diesen Zug in Deidesheim hier begegnen. Die Züge sich begegnen, ist gerade eine Minute Platz. Und jetzt sieht man schon, er fährt pünktlich jetzt ab in Richtung Neustadt. Durch die Begegnung in Deidesheim können mehr Züge auf der sonst eingleisigen Strecke fahren. Zudem ist auch Taktverkehr möglich. Das war vor 40 Jahren fast schon revolutionär. Der Takt bezieht sich aber nicht nur auf die Bahn. In Deidesheim wurde auch der Busfahrplan in den Takt integriert. Der Bus ist nun nicht mehr Konkurrent der Bahn, sondern Teil eines Verkehrssystems. Heute ist dieses schreinersche Konzept in vielen Orten selbstverständlich. Ich habe die Verkehrsmittel des öffentlichen Verkehrs, Bus und Schiene, einander nahe gebracht, indem wir Anschlüsse gegenseitig hergestellt haben. Vom Zug auf den Bus und vom Bus auf den Zug. Und was wir auch noch gemacht haben, damit es funktioniert hat, wir haben für die Einzelfahrkarten eine Durchtarifierung gemacht. Das heißt, wer im Bus die Fahrkarte gekauft hat, konnte damit auch im Zug fahren. Das war damals in dieser Zeit eigentlich undenkbar. Schreiner hat die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs einfach und praktisch zugleich gemacht. Eigentlich naheliegend. Die Fahrgäste profitieren heute noch von dieser Optimierung des Nahverkehrs. Das zeigen die täglichen Nutzungszahlen. Also heute haben wir auf der Bahnstrecke zwischen Neustadt und Bad Dürkheim über 2000 Reisende. Damals haben wir gekämpft mit knapp über 1000 Reisenden. Da haben wir dann 30% zu. Und dann ging das schrittweise über die Jahre. Und das interessanterweise trotz zurückgehender Schülerzahl. Aber wir haben viele Kunden im Freizeitverkehr gewonnen. Und gerade am Wochenende ist hier richtig voll. Und am Wochenende wurde damals gar nicht gefahren. Schreiner war zu dieser Zeit noch Lehrer und Nahverkehrsberater des Landkreises Bad Dürkheim zugleich. Und der erste ÖPNV-Referent in Rheinland-Pfalz. Die Arbeit sollte Schreiner nicht ausgehen. Während bis Bad Dürkheim Züge fuhren, gab es in der Verlängerung zwischen Grünstadt und Eiswoog keinen Personenverkehr mehr. In Grünstadt trifft Schreiner einen alten Weggefährten, Winfried Werner, einen ehemaligen Landrat. Es war die Zeit der Bahnreform. 1994 übernahmen die Länder den Nah- und Regionalverkehr in eigener Regie. Nun kümmerten sich Politiker vor Ort um die Daseinsfürsorge. Die Bahn hat immer nur Strecken stillgelegt, hat Busse ausfallen lassen und hat Linien ausgedünnt. Und wir haben gesagt, wenn wir eine Chance haben wollen, dass die Menschen in diesem Donnersbergkreis, in diesem ländlichen Raum bleiben und dass sie hier leben wollen, dass sie sich hier wohlfühlen, dann müssen wir dafür sorgen, dass sie auch mobil sind. Der Personenverkehr wurde hier bereits 1976 eingestellt. Ab 1994 wurde dann der Bahnverkehr schrittweise wieder reaktiviert. Eine der ersten Strecken in Rheinland-Pfalz. Die Reaktivierung der sogenannten Eistalbahn war Teil eines Konzepts, in dem das Land Rheinland-Pfalz wieder mehr Verkehr auf die Schiene bringen wollte. Die Strecke führt durch den nördlichen Teil des Pfälzerwaldes. Bis Eiswoog fahren die Züge wieder seit 2001. Allerdings nur am Wochenende.
In Eiswoog ist heute Endstation. Die Reaktivierung der Strecke bis Enkenbach scheiterte unter anderem an den hohen Sanierungskosten des Eisbachtal-Viadukts. Eiswoog bedeutet übrigens so viel wie Stausee der Eis. Eine Idylle mit großem touristischem Stellenwert. Werner Schreiner war immer auch der touristische Nutzen der Bahn wichtig. So setzte er sich auch ein für die in Neustadt beginnende Museumsbahn Kuckucksbähne. Unter Dampf steht sie nur in den Sommermonaten. Heute begibt sich Lok Speyerbach auf eine Art zweite Jungfernfahrt. Heute ist Saisonauftakt, das ist also die erste Fahrt dieses Jahr. Das haben wir immer am 1. Mai. Wir hatten über den Winter hatten wir ein bisschen schwerere Reparatur an der Lok, vor allem Kessel, und waren deswegen auch teils zerlegt. Und das ist sofort die erste Fahrt immer so Sache, bis das alles wieder geht. Beheimatet ist das Kuckucksbähnel im Pfalzbahnmuseum, direkt gegenüber des Neustädter Hauptbahnhofs. Auf historischem Gelände der ersten Pfälzer Eisenbahn ist das Museum im Original-Lokschuppen von 1847 untergebracht. Es steht unter der Obhut der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte, DGEG. Das Gebäude war quasi von der Deutschen Bundesbahn nicht mehr benutzt worden. Es lag dann irgendwie brach in den 1970er Jahren. Wurde dann zumindest grob hergerichtet, die Gleise wieder verlegt. Es wurde einigermaßen was, damit man einfach Fahrzeuge trocken unterstellen kann. Das ist ja das Allerwichtigste. Und nach wurde halt die Sammlung immer größer. Und daraus hat sich eben das Eisenbahnmuseum Neustadt entwickelt. Natürlich spielt hier die Pfälzer Bahngeschichte eine wichtige Rolle. Die Lokomotive Pfalz, ein Nachbau aus dem Jahre 1925. Werner Schreiner war auch maßgeblich an der Gründung dieses Museums beteiligt. Ihm ist der Erhalt der Eisenbahngeschichte genauso wichtig wie das Funktionieren des alltäglichen öffentlichen Personennahverkehrs. Ich bin studierter Historiker und habe mich sehr früh auch für die Geschichte der Wirtschaft und der Bahnlinien interessiert. Und in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war es einfach so, der Dampfverkehr sollte verboten werden mit den Dampfzügen. Und das hat eigentlich mein Interesse geweckt, um zu sagen, könnten wir nicht doch vielleicht bei uns in der Region, wenn wir schon so eine schöne Fahrzeugsammlung haben, auch eine Museumsbahn zum Laufen bringen. Und das hat Schreiner mit Gleichgesinnten geschafft. Am Bahnhof in Neustadt ist an Fahrtagen des Kuckucksbähnels der Teufel los. Um die stilllegungsbedrohte Strecke vor dem Abbau zu retten, half Werner Schreiner mit, die Bahnlinie in eine Museumsbahn umzuwandeln. Der erste Abschnitt befindet sich noch auf Gleisen der Deutschen Bahn. Hier gibt es viel Verkehr. Das Personal muss besonders aufmerksam sein. 1984 wurde eine Bahnbetriebs GmbH gegründet. Mehrere kommunale Träger, unter anderem die Stadt Neustadt, sowie Werner Schreiner und fünf weitere Privatpersonen waren daran beteiligt. Das Kuckucksbähnel als älteste rheinland-pfälzische Museumsbahn fährt im Jahre 2019 in seiner 35. Saison, hat noch immer eine sehr gute Nachfrage, rund 30.000 Personen per anno, die Fahrt ins Tal genießen. Schreiner wurde auch Vorsitzender des 1984 gegründeten Fördervereins Kuckucksbähne.
Außerdem war er als Nahverkehrsberater tätig. Seine Verbindungen im pfälzischen Eisenbahnwesen kommen noch heute der Museumsbahn zugute. Die Zukunft des Kuckucksbähnels ist langfristig gesichert. Der Landkreis, die Verbandsgemeinde und die Stadt Neustadt tragen jährliche Schäflein zur Sanierung der Infrastruktur bei, ebenso wie das Land Rheinland-Pfalz. Und so kann das Kuckucksbähnel in eine rosige Zukunft blicken. Vor 25 Jahren gelingt Schreiner sein Paradestück. Die stufenweise Einführung des Rheinland-Pfalz-Taktes. Eines integralen Taktfahrplanes für die Schiene und später auch für wichtige Buslinien. Das aus der Schweiz stammende Fahrplanmodell wurde in Deutschland hier erstmals mit großem Erfolg angewendet und ist bis heute beispielgebend. Das Prinzip ist ganz einfach. Der Rheinland-Pfalz-Takt ist ein 1994 eingeführtes Zugangebot auf allen Strecken, zuerst in der Pfalz, dann in ganz Rheinland-Pfalz, mit stündlich oder halbstündlichen Zügen, die dann in Knotenbahnhöfen sich treffen, sodass man ganz leicht umsteigen kann, sodass viele Orte mit den Verbindungen erschlossen werden können und dass wir den Verkehr auch aus der Fläche mit den Bussen auf diese Züge ausrichten können. Schreiner wurde für die Umsetzung des Rheinland-Pfalz-Taktes direkt von den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Rudolf Scharping und Kurt Beck als Projektleiter eingesetzt. Als Historiker liegt Schreiner aber immer auch die Geschichte am Herzen. Vor allem, wenn sie Heimat mit Eisenbahngeschichte kombiniert. Interessant bei einer Eisenbahn ist ja nicht nur das Fahren, sondern auch, wer steckt dahinter, wer hat sich darum gekümmert. Und da hatten wir nicht nur in der Pfalz, sondern eigentlich in Deutschland einen großen Glücksfall. Es gab einen Ingenieur, das war Paul Denis. Und er hat auch die erste Eisenbahn Deutschlands von Nürnberg nach Fürth gebaut. Und hat auch die pfälzischen Strecken alle auf den Weg gebracht. Geschrieben hat Schreiner das Buch über den Eisenbahnpionier Paul Denis in seiner Freizeit. Den Pfälzerwald zwischen Neustadt und Hochspeyer bezwang Paul Denis mittels 12 Tunnel und 15 Brücken. Die Villa von Paul Denis am Fuße der Ruine der Burg Diemerstein. Bahnbau ist in der Gründerzeit ein äußerst lukratives Geschäft. Oh, wirklich eine tolle Ausmalung, die Paul von Denis da für seine Villa im Diemersteiner Tal in Auftrag gegeben hat. Mit Bildern aus der Region und Deckengemälden ist das eine tolle Sache. Aber das kann man sich nur leisten, wenn man viel Geld verdient. Und viel Geld hat er verdient. Er war einer der großen Bauingenieure in Deutschland für den Eisenbahnbau und hat so in der Pfalz viele Strecken gebaut und vor allen Dingen natürlich auch die Strecken ins Elsass gebaut. Das Elsass ist von Neustadt nur einen Katzensprung entfernt. Hier in der Pfalz lebt man Europa. Ohne seine Wurzeln vergessen zu müssen. Neustadt an der Weinstraße ist meine Geburts- und meine Heimatstadt. Ich fühle mich sehr wohl hier, habe die meiste Zeit meines Lebens hier verbracht. Das ist ein gutes Lebenselixier hier in der Pfalz mit viel Sonne, Wein und guten Ausflugsmöglichkeiten. Ein Blick in die Geschichte Neustadts zeigt, die Stadturkunde von Neustadt ist in Weißenburg im Elsass ausgestellt. Es gibt die 1855 eröffnete Pfälzische Maximiliansbahn,
die Neustadt über Weißenburg mit Straßburg verbunden hat und die dann später ab 1860 in guter Kooperation zwischen den französischen Bahnunternehmen und den deutschen Bahnen, dem pfälzischen Bahnunternehmen, eine Rennstrecke war von Holland in die Schweiz und nach Italien. Auf der Strecke über das französische Wissembourg wurde anfangs hauptsächlich Kohle nach Süden transportiert. Heute ist sie auch Teil des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar und verläuft von Neustadt aus über Landau nach Wissembourg. Auch nach Frankreich geht's im Rheinland-Pfalz-Takt. Vor allem morgens sind die Züge voll. Schüler und Studierende sind die Hauptkunden. Es ist kaum vorstellbar, dass hier der Personenverkehr 1975 eingestellt wurde. Als dann das Land Rheinland-Pfalz 1993 die Initiative für den Rheinland-Pfalz-Takt gestartet hat, dann sind wir auch vorstellig geworden, die Strecke hier ins Programm mit aufzunehmen. Und da hatte ich immer auch die Unterstützung des früheren Fraktionsvorsitzenden, späteren Ministerpräsidenten Kurt Beck, dem die Strecke auch ein Anliegen war. Und wir haben dann viele Berechnungen gemacht und haben gesehen, dass es betriebswirtschaftlich eigentlich eine ganz gute Lösung ist, weil sie mit zwei Fahrzeugen zwischen Neustadt und Weißenburg einen Stundentakt machen können. Das ist eigentlich eine optimale Lösung. Seit mehr als 20 Jahren rauschen die Züge nun wieder durch die Weinberge. Vorbei am Hambacher Schloss. Auch bei Touristen ist die Strecke heute wieder sehr beliebt. Früher kam ihr auch eine andere Bedeutung zu. Während der beiden Weltkriege erlangte die Bahn eine große strategische Wichtigkeit, was sich ab 1945, das Elsass wurde wieder französisch, schlagartig änderte. Nach rund 30 Kilometern erreichen wir Wissembourg und begleiten Werner Schreiner. Seit 2014 ist er auch Beauftragter für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit des Landes Rheinland-Pfalz. In Wissembourg trifft er seine französische Amtskollegin. Erst im Frühjahr 2019 wurde im Aachener Vertrag zwischen Frankreich und Deutschland auch eine Verbesserung des grenzüberschreitenden Bahnverkehrs beschlossen. Die Eisenbahn ist ein Pont, eine Brücke. Ja. Die Eisenbahn ist eine Brücke. Ist eine Brücke, damit die Leute leichter miteinander zusammenkommen können und zusammenarbeiten, sich kennenzulernen, Tourismus machen, die Gegend kennen vom anderen, auch die Sprache etwas besser kennen vom anderen. Ab Wissembourg wird der französische Teil der Bahnlinie von den französischen Staatsbahnen SNCF betrieben. Die Strecke ist sehr lange am Wochenende auch nicht bedient worden, war kein Zugverkehr. Und als wir dann später die Reaktivierung mit Deutschland hatten, kam es zu der komischen Situation, dass die Bürger von Wissembourg zwar nach Landau und nach Neustadt fahren konnten, aber nicht nach Straßburg, weil am Wochenende kein Zug fuhr. Nachdem auch im Elsass die Fahrgastzahlen stiegen, nahm die SNCF wieder den Wochenendverkehr nach Straßburg auf. Werner Schreiner führt uns durch den elegant renovierten Straßburger Bahnhof. Und er nimmt uns mit auf den St. Helenen-Friedhof. Begraben liegt hier neben seiner Ehefrau Paul Denis.
Einer der wichtigsten Schöpfer deutscher Eisenbahnstrecken war ein Franzose und wurde später geadelt. Ich denke, dass er eine herausragende Persönlichkeit war, die viel für die deutschen Länder getan hat und auch für die Entwicklung der Eisenbahn auf unserem Kontinent. Wir verlassen Straßburg und die Bahngeschichte und wenden uns nun Schreiners letzten Projekt zu. Der S-Bahn-Strecke Ludwigshafen Hauptbahnhof, BASF. Schmucklos ist für den Ludwigshafener Hauptbahnhof noch eine euphemistische Beschreibung. Werner Schreiner war 15 Jahre lang in leitenden Funktionen des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar, VRN, tätig. Dabei lag ihm besonders der Ausbau der S-Bahn am Herzen. Eine Mammutaufgabe, die, Sisyphus lässt grüßen, wohl nie ein Ende finden wird. Erst im Dezember 2018 eröffnete er den Anschluss zur BASF. Die S-Bahn Rhein-Neckar ist das Rückgrat im ÖPNV des Ballungsraumes Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen. Ihr Streckennetz umfasst etwa 440 Kilometer. Da darf die Fahrt zur BASF nicht fehlen. Im Stammwerk Ludwigshafen arbeiten 40.000 Menschen. Rund 230 Kilometer Schiene ist im Werk verlegt. Da ist es nur konsequent, die S-Bahn auch hierher fahren zu lassen. Möglich ist das mit einem normalen Ticket. Zutritt zur BASF haben natürlich nur Werksangehörige. Die BASF hat eine sehr, sehr lange Tradition in der Personenbeförderung, weil sie viele Mitarbeiter aus der ganzen Pfalz hatte und diese alle mit früher Werkszügen hierher gebracht wurden. Wir wussten aber, wenn wir das nicht vernünftig in den ÖPNV integrieren, dann ist die Mobilität eigentlich eingeschränkt. Und weil die Mitarbeiter der BASF ja auch Fahrkarten des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar haben und sich in allen Verkehrsmitteln frei bewegen können, hat es Sinn gemacht, die Strecke hier ins Werk mit den drei Bahnhöfen Süd, Mitte und Nord in das Gesamtprojekt der S-Bahn zu integrieren. Mit 72 Jahren ist Werner Schreiner im sprichwörtlichen Unruhestand. Es ist unmöglich, alle seine Verdienste rund um den guten Anschluss in dieser Sendung zu würdigen. Fast 50 Jahre folgte Schreiner seiner Devise, dass Züge dort halten müssen, wo Menschen hinwollen. Was so banal klingt, wurde von Schreiner beharrlich umgesetzt. Werner Schreiner kennt seine Bahn und seine Leute. Er ist Eisenbahner aus Leidenschaft, obwohl er nie bei der Bahn beschäftigt war. Ein Strippenzieher, dessen Erfolg vielleicht so zu erklären ist. In meiner Zeit als Geschäftsführer beim VRN habe ich vielleicht 3 Stunden in der Woche am Schreibtisch verbracht, sonst war ich draus. Draus sind die Leute unterwegs, draus wird das Geld verdient und draus muss es laufen, sag ich mal. Wie sagte die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer anlässlich Schreiners 70. Geburtstages so schön? Der richtige Mann für diese Aufgabe. Ein Mann, der Europa lebt.